Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 38. Episode dieses Empyreon Let's Plays. Ja, ich stehe hier unten an meinem kleinen Teich, oder soll es ein Meer sein, man weiß es nicht, und habe gerade hier meine ganzen Produzenten mit Strom versorgt. Und da geht's dann auch schon los. Ja, Sonne geht auf, die Nacht ist vorbei. Ja, gehen wir mal zurück zur Station. Und an und für sie ist das ja ein kompletter Fehlbau. Warum bin ich eigentlich so weit weg vom Wasser? So ein Haufen Sachen, an die ich nicht gedacht habe. Wobei, ich kann ja hier vorne auch noch eine Landeplattform irgendwie hinbauen. Irgendwann kommt da noch. Der Bau wird auch nicht so bleiben, so eckig, so einfach, so simpel. Muss eins nach dem anderen. Kommen wir mal zu den Änderungen. Ich hatte in der letzten Episode hier einen Garten angefangen. Hatte da auch ein klein bisschen drauf rumgepflanzt. Aber die, ja, die Blumen oder das, was drauf wachsen sollte, ist mir in der Nacht kaputt gegangen. Weil die Nacht zu kalt ist. Ja, das heißt, ich habe den Garten ein klein wenig nach innen gelegt. Wir bleiben aber erst mal kurz draußen gucken, was ich hier sonst noch veranstalte. Oh, da schwebt ein Stein. Ist mir der völlig abhanden gekommen, beziehungsweise habe ich übersehen. Weg ist er. Ja, hier hinterm Haus hatte ich einen und für sich einfach angefangen zu buddeln, so völlig grundlos, und habe mich jetzt entschieden, hier so eine kleine Landeplattform für meine kleinen Schiffe zu machen. Also praktisch hier mein Floh, wenn ich mit dem Transporter runterkomme. Und ich kann mal auch mitnehmen. Ein Licht werden wir hier sonst auch noch irgendwie hinbauen. Ich gehe hier noch eine zweite Lampe irgendwo. Die scheint hier hinter irgendwo zu sein. Egal. Ja, oben auf dem Dach habe ich ein klein bisschen was verändert. Achso, ich habe ja das Haus generell ein klein wenig breiter und ein klein wenig tiefer gemacht, weil ich hier meine Verteidigungsanlagen ein klein wenig besser positionieren wollte. Sieht ein bisschen eindrucksvoller aus. Wenn hier eine Drohne vorbeikommt, wird sie vielleicht von sich aus abdrehen. Wie wahrscheinlich das ist, macht euch da mal Gedanken drüber. Gut, gehen wir mal wieder runter. Ist auch wieder haufenweise hier Action auf dem Server. Habe gestern mit vielleicht 6 Basen auf das aus keiner mir. Ja, TS ist leer. Das heißt, ich bin auf TS, aber in meinem eigenen Aufnahmekanal. Ich entziehe mich der Masse ja ein klein wenig, wenn ich hier aufnehme. Aber hier ist regular, ja, schöner Betrieb auf dem Server. Gut, hier drinnen hat sich einiges verändert. Die Decke ist ein bisschen höher geworden. Aufgrund, ja. Ja, ihr seht es ja selber, aufgrund dessen, dass ich da oben das Alte ein bisschen erhöht habe. Ja, die Tanks, die werden hier nicht bleiben. Das ist auch immer noch so ein bisschen, ja, wird es wahrscheinlich auch einen eigenen Raum für geben. Hier ist der neue Garten. Und auch indoor, also praktisch hier im Raum, würden mir die Pflanzen kaputt gehen in der Nacht. Es sei denn, es ist direkt eine Lampe über der Pflanze, da die Pflanzenlampe ja selber auch ein wenig Wärme abstrahlt. Also ist mir aufgefallen, weil ich ja zuerst auch wieder hier, zack, gleich neuen Pflanzenruf, eine Lampe in der Mitte und ein paar Minuten später steht nur noch das, was hier in der Mitte stand, sozusagen. Man kann das wohl auch verhindern, indem man hier einen Ventilator oder so eine Luftpumpe drin hängt. Zeig mal her, gib mal Basis, gib mal das hier. Ich meine ihn hier, diesen Ventilator. Der scheint auch ein wenig mit Wärme hier die Luft zu versorgen. Das heißt, er pustet anständig warme Luft hier rein, dass die Pflanzen auch weiterhin funktionieren. Nun habe ich mich erstmal hierfür entschlossen. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob der Garten hier bleiben wird, ob es dafür auch eine extra Anlage gibt. Wobei, so viel Raum brauche ich ja von der Sache her auch nicht. Also den einzigen Raum, den ich so brauche, ist halt eben hier zum Craften zu machen und zum Tun. Ja, auch die Fensterfront, die hatte ich ja an und für sich bloß gemacht, um den Raum luftdicht zu kriegen, wärmedicht zu kriegen. Das heißt, die Scheiben werde ich auch noch anders anordnen. Falls jemand Waffen braucht, kann er mich mal besuchen. Das ist nett, vielen Dank. Ja, was habe ich heute vor? Ich würde mich gerne ein wenig mit Erestrum und Zaskosium versorgen. Dann gibt es einen Haufen andere Sachen noch zu tun. Ihr könnt hier die gesetzten Drohnen auf Dalo Prime mal abernten. Ich hatte doch alle Häkchen hier rausgenommen. Und da ist immer noch der Wasserstoffgenerator, der sich auf der Map anzeigt. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Wir werden erstmal hochfliegen. Mit einer Wanne. Kreist er hier oben noch im Orbit. Und ich habe das Schiff immer noch nicht repariert. Also die kleine hier. Auf dem Mond waren wir auch noch nicht. Wollen wir da mal einen kurzen Abstecher machen? Keine Ahnung. Lass mich da ein bisschen treiben. Aber wichtig ist, wir brauchen unbedingt Restrum und Zaskosium. Für großen Constructor endlich hier T2 Multitool und noch einen Haufen andere Sachen. Und das habe ich lange genug von mir geschoben. So, oh, cool. Die Wanne ist auch in der Nähe, so wie es aussieht.
Ja, das ist der Vorteil, wenn man ein Schiff irgendwo im freien Raum parkt und die O-Taste gedrückt hält. Dann richtet die sich auch irgendwie aus. Das scheint hier auch irgendwie in oben, in unten, Norden, Westen und so was alle zu geben. Und dann, wenn man mit anderen Schiffen angeflogen kommt, kann man sich natürlich auch auf ja, das Niveau, auf den Winkel, so wie das Schiff gerade steht, ausrichten. Das ist natürlich eine gute Hilfe, wenn es ums Einparken geht. Oh, wir parken natürlich direkt vor der Haustür. Oh, hier auf dem Schiff habe ich auch noch nichts getan. Das heißt, hier ist immer noch die Wechselschaltung. Die kommt hier auch noch weg. Ja, wie sieht es eigentlich aus mit blauen Kristallen? Hatte ich noch über 100. Das sollte kein Problem sein. Der Tank ist voll. Und ich glaube, eine gute Ansprungadresse ist Masperon. So, gib mir mal die Möglichkeiten. Wir sind hier und Masperon war hier. Das heißt, wir werden 1, 2, 3 mal springen müssen. Bitte Ziel erfassen. Ich wollte noch eins machen. Ich wollte mal hier auf meinen Planeten gucken, weil wir sind ja an und für sich direkt am Schiff rausgekommen. Ob man sich das hier irgendwie landmassemäßig merken kann, dass man immer wieder runterkommt. Aber es ist auch schon zerklüftet hier diese Bucht mit der kleinen Insel. Versuchen wir uns das mal zu merken. So, dann machen wir mit F6 mal wieder das GUI an und gucken, wo ist denn... Ach, direkt hinterm. Also, Gas geben und Jump. Springen tun wir ja mit K, wisst ihr ja. Ja, und das ist hier... Ich finde das schönste Himmelszelt, was wir hier im Spiel haben. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich habe bestimmt auch noch nicht alle gesehen. Aber hier fällt mir ausgesprochen gut. Und hier wird möglicherweise auch bald eine große, dicke, fette Basis hingestellt, die der Face und einige andere im Creative-Modus angefangen haben. Ein riesen Teil, kann ich euch sagen. So groß, dass es Probleme mit dem Spawn geben kann. Wir möchten gerne weiterfliegen. Und zwar hier lang. Wo sind wir jetzt? Ningus. Wo gibt es denn das Pentaxid? Das weiß man ja alles nicht. Ich bin ja an und für sich auch relativ fremd hier auf dem Planeten. Guck mal, hier haben wir Informationen. Kompromisation, Promethium, Iron, Magnesium. Warum steht das hier eigentlich in Englisch? Achso, das sind die Asteroiden. Wir müssen erstmal runter, um festzustellen, was es hier gibt. Oder? Nee. Eisenerz, Silizium. Checken wir mal durch. Würde es, haben wir überhaupt ja keine Informationen. Weil wir da auch noch nicht reingesprungen sind. Satium, Neodym, Promethium brauchen wir nicht. Aetis waren wir auch noch nicht gewesen. Cehines. Ja, Daloprim sollten wir kennen. Der Mond, haben wir da schon Informationen? Ja. Haben wir auch schon Informationen. Skillon, Hoteria, Masperon. Na gut, halten wir uns damit mal nicht weiter auf. Ach so, einfach anklicken, glaube ich, reicht nicht. Mordica, Ziel erfassen. So, und wir gehen mal ins Cockpit. Weil es sich ein wenig cooler anhört hier. Oh, sieht ja auch schön aus. Ja, manchmal möchte man einfach bloß den Anker werfen und vielleicht einfach mal 20, 30 Minuten einfach nur glotzen und es sich gut gehen lassen. So, Masperon, Ziel erfassen. Und auch praktisch geradeaus, okay? Dann fliegen wir doch geradeaus weiter. Mit K wie Krümelmonster. Okay, was haben wir hier? Sind wir hier zwischen den Planeten irgendwie? Kann das sein? Nee. Manchmal verreißt das aber die Kamera auch total. Oh, schön im Licht. Ja, ich muss es noch bunt machen. Hier müssen noch Details ran. Das ist einfach noch ein Klotz. Ich meine, gut, eine schöne Form ist zu erkennen. Ich finde es jedenfalls schön. Aber es gibt noch viel zu tun. Ja, nähern wir uns mal einfach einem Planeten. Haben wir jetzt schon Informationen, was das hier Feinheit gibt? Na, nur
was das an Planeten, beziehungsweise an Meteoriten gibt anscheinend. Oder Asteroiden. Maspern selber, Eisenerz, Kobaltelt, Kobaltelt, Magnesium, Promethiumerz. Promethiumerz, Zaskosium. Da möchten wir hin. Es gibt Meteoriten und Meteoriten zufällig. Okay. Gut, dann zum Mond. Oder? Und der Mond wird vermutlich dort hinten sein. Obwohl, nee, der Mond hat ja hier auch möglicherweise Wasser. Das heißt, wir müssen mal gucken, auf was fliegen wir denn gerade zu. Ich nehme mal an, ihn hier, das Maspern, und wir müssen zum Mond. Das heißt, da unten hin. Und mal ein bisschen Zeit hier, uns die Wanne ein wenig anzusehen. Und mal ein bisschen ins Licht drehen. Was könnte man unten noch veranstalten? Was ist denn das da für eine Ecke, die da nicht sein sollte? Also praktisch genau mittig an diesem Achteck. Warum ist das nicht richtig gebaut? Und warum fehlt denn da ein Stein? Warum fehlen hier Steine? Ich bin der Meinung, dass ich das eigentlich gut gebaut hatte. Komisch. Ja, und wir bewegen uns praktisch wie eine Schnecke hier. Dauert eine Weile. Ach so, und ich habe es ja auch irgendwie geschafft, in der Zwischenzeit Level 25 zu werden. Ich bin jetzt praktisch am Maximum und wieder eben so ein Mini-Lag. Finde ich nicht gut. So, könnte eigentlich ihn hier stehen lassen und könnte mit einem kleinen Schiff weiterfliegen. Könnte ich eigentlich auch machen. Es gibt so viele, was ich machen könnte. Maspern nochmal sicherlich auch nochmal besuchen. Ich habe keine Ahnung, ob sich da irgendjemand angesiedelt hat. Aber es ist ja doch ein ziemlich schwieriger Planet. Die ganzen Viechern. Ja, und ich muss dem Bordcomputer dann gleich auch nochmal fragen, wo wir Erestrum herbekommen. Also mit Bordcomputer meine ich jetzt hier den Chat. Die anderen Spieler. Machen wir gleich. Aber ich glaube, ich esse noch einen kleinen Happen. Aber wir vom Fleisch fallen. Hallo. 3,55 verschenken wir 5 Essen. Aber sind dafür voll. Können fast nicht laufen. Nun nähern uns dem Mond. Jetzt fängt er an, rückwärts zu zählen. Also zwischen dem Mond und dem Planeten liegen 7 Kilometer. Nur mal so. Ja, die Entfernungen. Die sind alle so ein bisschen gering. Ich finde, das könnte auch ein klein bisschen realistischer angelegt sein. Dafür halt die Schiffe da ein bisschen schneller machen. Aber ist natürlich sehr simpel gedacht. Wer weiß, was da alles mit in diesem Pudding drin gehört. So, wir steigen mal aus. Das Schiff lassen wir natürlich an, weil wir unten einen Garten tuckern haben. Irgendwas, was ich speziell mitnehmen sollte für unten. Wir haben Batterien dabei, um etwaige Drohnen aufzufüllen. Warum schleppe ich einfach eigentlich Fasern mit? Ich glaube, ja, ich lasse die hier. Vielleicht können wir da oben irgendwo irgendwas ausräumen. Ich glaube es ja nicht. Oh, nein, ich werde jetzt nicht ernten. Ah, hier gibt es noch eine schöne Dose für mich. Die schmeißen wir hier einfach rein. Ah, hier habe ich auch innen drin noch echt nicht viel gemacht. Ich bin mir auch noch nicht so richtig sicher. Weil hier, dadurch, dass ich die Scheiben hier gesetzt habe, kann ich hier oben keine Lampe setzen. Das finde ich ist ein absoluter Albtraum. Ich bin der Meinung, Lampen sollte man überall setzen können. Ja, geht halt bloß in so einem Block, in so ein Viereck eine Sache reinzusetzen. Und das finde ich programmtechnisch nicht so toll. Naja. Wer weiß, was sich über die Zeit mit Empyrean noch tun wird. So, hallo. Ja, ich weiß, ich werde sterben. Was denn jetzt? Hallo, hallo, Hilfe! Was ist das jetzt? Mich da verheddert. Auch das noch. So, auf geht's. Neues Abenteuer, Maspern Mond.
aus. Wir fliegen anscheinend genau auf eine Polkappe zu. So, gibt es denn hier auf diesem Planeten irgendwelche Informationen? Er hat es noch bei weitem nicht alles entdeckt. Kosium 48% auch abgebaut. Na, machen wir uns mal auf den Weg. Gut, wir haben jetzt keine Informationen, wo die Drohne ist, weil ich das GUI abgeschaltet habe. Man scheint ja einigermaßen in der Nähe zu sein. So, gucken wir uns einmal hier Flora und Fauna ein klein wenig an, ob wir davon irgendwas hier brauchen können. Was haben wir denn da? Das kenne ich ja an und für sich auch nicht. Kann denn was? Ja, und es ist riskant, dass ich hier einfach so rausgehe. Weil es könnte zu kalt sein, es könnte verstrahlt sein. Kriegen wir gleich Besuch. Tja. Wenn wir auch so ein bisschen Wissenschaftler sind, gucken wir uns das natürlich an. Ey. Was? What? Was soll das denn? Also ich habe einmal F gedrückt zum Öffnen. Oh, weg. Und er hat mich gleich wieder rausgeschmissen. Das fängt ja uncool. Drohnen. So mögen wir es doch gerne. Und auch gleich reichlich. Habe ich meine Drohnen eigentlich mitgenommen? Nein, ich habe meine Drohnen nicht mitgenommen. Ach, das ist natürlich ekelhaft. Ja, so ein schneller, unüberlegter Aufbruch. Kommt vor, Leute. Sorry. Beim nächsten Mal. Können wir uns einigermaßen bewegen? Alle meckern, weil wieder Anfänger da, der die kleinen Batterien reingetan. Wobei es sind ja nicht die kleinen, es sind ja so gesehen die mittleren. Gut, haben wir ein bisschen uns mitgenommen und sind so gesehen glücklich. Mehr brauchen wir hier auch eigentlich gar nicht. Klar, man kann die Aussicht noch ein bisschen genießen. Ja, selbst im Cockpit sind die Scheiben so ekelhaft getönt. Egal. Gut, dann brechen wir einfach wieder auf. Und werden uns gleich mal damit auseinandersetzen, wo wir uns Restrum herziehen. Und wenn Pentaxid auf dem Weg liegt, also als abbaubare Ressource, wo hoffentlich auch eine Drohne draufsteht, weil, ja, das brauchen wir mehr oder weniger alle, dann werden wir auch das mitnehmen. Und dann haben wir erstmal alles, was wir benötigen. Aber erstmal wieder zurück zum Schiff. Also ich finde, dass oben in der Map rechts in der Ecke diese Höhenangaben, da war ja immer eine Linie, so wie wir es von Elite kennen und von vielen anderen Spielen, das ist schon hilfreich. Ich meine, nun sehe ich es nun schon direkt vor mir. Aber das ist nicht gut gemacht. Generell, ich will gerne eine Taste drücken und will, dass das Ding oben rechts an der Ecke, diese kleine Raster, was weiß ich, mittig in den Bildschirm kommt und man es vergrößern kann. So wie man es möglicherweise hier sieht. Warum kann man das nicht einfach bloß mit einer Taste so haben, dass man schnell mal gucken kann? Nur mal so, meckern auf hohem Niveau. Wobei, es ist ja im Grunde genommen kein Meckern. Das sind ja Beobachtungen, die ich so gesehen mitteile. Die uns das Leben ein klein bisschen leichter machen würden. So, wir fliegen gleich noch vor die Tür. Hat kein Katsching gemacht. Warum ist das hier los? Undock-Sequenz einleiten? Hallo? So nämlich. Gut. Machen wir doch mal den Test.
lieber Bordcomputer, wo finde ich Restrum? Machen wir mal ein bisschen auf Roleplay hier. Aestos. Ja, ich verwechsel Aestos und Aetos. Ich könnte mir da auch mal so einen gelben Sticker hier irgendwie an den Monitor machen. Aestos Moon. Gut, wir werden mal schauen. Aestos, haben wir da schon irgendwelche Informationen? Nee, kennen wir noch gar nicht. Na ja, gut, ich werde mich mit dem Bordcomputer noch ein klein wenig auseinandersetzen in der Pause und melde mich dann in der nächsten Episode wieder. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.